Hallo, mein Name ist Jessica Rücknagel und ich bin von der Technischen Informationsbibliothek in Hannover. Heute erfahren wir etwas über Repositorien, nämlich was sind eigentlich Repositorien, was haben Repositorien mit Open Access zu tun und was haben Wissenschaftler davon, ein Repositorium zu nutzen. Bei Repositorien handelt es sich um eine verlässliche Publikationsplattform für wissenschaftlichen Output aller Art. Dabei ist in aller Regel das Publizieren für Autorinnen kostenfrei. Repositorien sind elektronische Archive, die auch Dokumentenserver genannt werden. Sie dienen dazu, wissenschaftliche Dokumente zu archivieren. Dies geschieht unabhängig von Verlagen, denn sie werden in der Regel von Universitäten oder Forschungseinrichtungen betrieben. Es gibt zwei Arten von Repositorien. Einmal die institutionellen Repositorien und dann wiederum die disziplinären bzw. fachspezifischen Repositorien. Bei den institutionellen Repositorien handelt es sich um Publikationsplattformen, die von einer entsprechenden Einrichtung betrieben werden und ihren Wissenschaftlerinnen angeboten werden, damit eben dort der wissenschaftliche Output dieser Einrichtung archiviert und öffentlich zugänglich gemacht werden kann. Die fachspezifischen oder disziplinären Repositorien hingegen stehen unabhängig von einer institutionellen Zugehörigkeit allen Fachwissenschaftlerinnen zur Verfügung. Darauf werden, wie der Name schon sagt, fachspezifische Inhalte veröffentlicht. Repositorien stellen eine wichtige Säule bei der Umsetzung von Open Access Prinzipien dar. Sie dienen als Publikationsplattform für wissenschaftliche Dokumente aller möglicher Art, die entweder als Erst- oder als Zweitveröffentlichung in ein Repositorium eingestellt werden können. Generell kann man auf Repositorien alle möglichen Arten von Publikationstypen veröffentlichen. Hierzu zählen natürlich die Vielzahl an verschiedenen Textdokumenten wie Preprints, Arbeitspapiere, Buchkapitel oder ganze Monographien und Konferenzbeiträge, aber teilweise auch Lehrmaterialien, Qualifikationsarbeiten oder sogar audiovisuelle Medien oder Forschungsdaten. Zu den zwei letztgenannten Publikationstypen gibt es natürlich auch verschiedene spezialisierte Repositorien. Zum Thema Mehrwerte bieten natürlich Repositorien auch verschiedene Anreize, um darauf zu veröffentlichen. Ein wichtiger Mehrwert für Autorinnen ist, dass lediglich einfache Nutzungsrechte auf ein Repositorium übertragen werden. Das bedeutet, dass eine Publikation auch parallel auf mehreren Repositorien oder in Verlagen veröffentlicht werden kann. Darüber hinaus stellen die meisten Repositorien die Langzeitarchivierung der Dokumente, die darauf publiziert werden, sicher. In diesem Zusammenhang erhalten die Publikationen eine DOI, ein Digital Object Identifier, der die dauerhafte Zitierfähigkeit der Dokumente sicherstellt. Das wiederum bewirkt, dass die Dokumente, die darauf veröffentlicht sind, gut sichtbar sind und schnell aufgefunden werden können. Außerdem bieten viele Plattformen auch Downloadzahlen und andere Metriken an, die den Autorinnen dann ein direktes Feedback darüber geben, wie ihre Werke genutzt werden. Bibliografische Daten können in Literaturverwaltungsprogramme importiert werden und somit auch für verschiedene andere Kontexte nachgenutzt. Wenn Sie Ihre Publikation in einem Repositorium ablegen, erfüllen Sie zudem Open Access-Vorgaben von Förderern. Für Erstveröffentlichung kann sich die Wahl eines Repositoriums als Publikationsort ebenfalls lohnen. Denn in diesem Fall können offene Lizenzen vergeben werden. Beispielsweise die Creative Commons Lizenzfamilie wie die CC BY oder die CC BY Share Alike. Die Wahl einer offenen Lizenz hat den Vorteil, dass Leserinnen klare Rechte haben, was sie mit dem Werk machen können und was nicht. Dabei ist es ihnen auch erlaubt, das Werk zusätzlich zu verbreiten und unter bestimmten Bedingungen nachzunutzen. Dies wiederum fördert auch die Sichtbarkeit der eigenen Arbeiten. Traditionell wird auf Repositorien kein Peer-Review-Verfahren angeboten. Gleichzeitig wird aber auch keine Begutachtung für die Publikation auf diesen Repositorien vorausgesetzt. Dadurch können Materialien veröffentlicht werden, die für eine formale Publikation in einer Zeitschrift vielleicht nicht geeignet wären, für die wissenschaftliche Community jedoch sehr, sehr interessant sein könnten. Auf diese Weise tragen Repositorien also auch dazu bei, dass neue Formen der wissenschaftlichen Kommunikation befördert werden. Daneben gibt es auch immer die Möglichkeit, eine Publikation als Zweitveröffentlichung auf einem Repositorium abzulegen. Zweitveröffentlichungen sind Dokumente, die bereits formal in einem Verlag erschienen sind und beispielsweise als Zeitschriftartikel in einem Sammelband oder als Monographie erschienen sind. Da diese Art der Veröffentlichung direkt von den Autorinnen selbst initiiert wird, bezeichnet man die Form auch als Self-Archiving.
Die Zweitveröffentlichung innerhalb des Repositoriums verweist mit dem DOI in der Regel auf die Erstveröffentlichung und befördert so auch wieder die Auffindbarkeit der Dokumente und der eigentlichen Publikation. Bevor eine Zweitveröffentlichung auf einem Repositorium abgelegt werden kann, müssen jedoch einige Dinge im Vorfeld geprüft werden. Hier ist vor allen Dingen wichtig, dass die Autorinnen vorher im Publikationsvertrag nachsehen, inwieweit sie ein Recht haben, ihre Publikation auf einem beispielsweise institutionellen Repositorium abzulegen. Hierbei kann es auch hilfreich sein, die Open Access Richtlinien bzw. Self-Archiving Policies seitens der Verlage zu prüfen. Wenn ein Autorenvertrag die Zweitveröffentlichung kategorisch ausschließt, muss gegebenenfalls mit einem Verlag nachverhandelt werden. Außerdem gibt es sowohl in Deutschland als auch in Österreich das sogenannte Zweitveröffentlichungsrecht, welches unmittelbar im Urheberrecht verankert ist. Dies wiederum erlaubt den Autorinnen, unter bestimmten Voraussetzungen bestimmte Publikationen nach dem Ablauf einer Sperrfrist in einem Repositorium abzulegen. Wichtig zu beachten ist, dass bei der formalen Publikation über einen Verlag der Autor, die Autorin in der Regel bereits ausschließliche Nutzungsrechte an diesen abgetreten hat. Das wiederum bedeutet als Konsequenz, dass die Zweitveröffentlichung nicht mehr unter einer offenen Lizenz veröffentlicht werden kann. Damit Autorinnen die Qualität eines Repositoriums besser einschätzen können, hat die Deutsche Initiative für Netzwerkinformation, kurz DINI, ein Zertifikat entwickelt, welches auch als Qualitätssiegel verstanden werden kann. Dieses Zertifikat existiert bereits seit 2004 und basiert auf der Basis von einem Kriterienkatalog. Dieser Kriterienkatalog dient einerseits als standardisierte Basis für die Beurteilung zum Erhalt des Siegels, andererseits dienen sie dann auch den Publikationsplattformen als Richtschnur, um den technischen Status quo besser abzuschätzen. Die Kriterien umfassen unter anderem die Sichtbarkeit des Gesamtangebotes, die Betreuung der Autorinnen während des Publikationsprozesses und andere technische Aspekte, wie beispielsweise die Langzeitverfügbarkeit oder die Auffindbarkeit der dort archivierten Dokumente. Das DINI-Zertifikat kann daher auch als Qualitätssiegel für die Beurteilung von Repositorien herangezogen werden. Ein anderes Qualitätsmerkmal ist die Auflistung im Open-DOR-Verzeichnis, dem Directory of Open Access Repositories. Repositorien sind keine Neuheit. Bereits 1991 ist das Repository Archive in Betrieb gegangen. Dabei handelt es sich um einen Preprint-Server der Physik, Mathematik und Informatik. Preprints wiederum sind Vorabversionen von Artikeln, die noch nicht in einer Zeitschrift erschienen sind. Repositorien entwickeln sich zunehmend auch zu anderen Publikationsplattformen weiter. Unter anderem werden auf einigen Repositorien sogenannte Overlay-Journals aufgesetzt, in denen die technische Infrastruktur von diesen existierenden Repositorien genutzt werden. Das hat den Vorteil, es ist kostengünstig, für die Autorinnen in der Regel sehr unkompliziert und unabhängig vom Verlagswesen. Overlay-Journals basieren zwar auf der technischen Infrastruktur von Repositorien, sind jedoch vollwertige Journals, erhalten eine ISSN und werden auch in gängigen Katalogen und Datenbanken nachgewiesen. Bei einer ausschließlichen Veröffentlichung in einer konventionellen Zeitschrift oder Verlag ist die dauerhafte Verfügbarkeit wissenschaftlicher Publikationen nicht garantiert. Verlage in ihrer Rolle als kommerzielle Dienstleister sind in erster Linie an einer wirtschaftlichen Verwertung der Publikation interessiert. Die Autonomie von wirtschaftlichen Interessen ist für ein nachhaltiges Wissenschaftssystem daher ausgesprochen bedeutsam. Aufgrund der enormen Bedeutungen, die Open Access für die gesamte Wissenschaftsgemeinschaft hat, stellen Infrastruktureinrichtungen wie die TEB verschiedene Services zur Verfügung, die die Open Access-Prinzipien unterstützen und die Wissenschaft öffnen. Aus diesem Grund betreibt die TEB mehrere Repositorien, unter anderem das institutionelle Repositorium für die Leibniz-Universität Hannover, das fachspezifische Repositorium Renate und das AV-Portal, welches eine Publikationsplattform für audiovisuelle Materialien ist. Zusammenfassend handelt es sich bei Repositorien um eine verlässliche Publikationsplattform, die für wissenschaftlichen Output aller Art verwendet werden kann. Sie sind in der Regel zum Publizieren kostenfrei und auch zum Lesen. Die Auffindbarkeit der einzelnen darauf veröffentlichten Dokumente wird erhöht. Außerdem fungieren sie als wichtiger Wissensspeicher für den wissenschaftlichen Output, der langfristig auffindbar, zitierbar und nachvollziehbar bleibt. Dies unterstützt den Aufruf nach einer transparenten und offenen Wissenschaft gemäß Open Access.